Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, meine Rede halte ich auch im Namen der weiteren CDU-Mitglieder in dem Ausschuss, den Herren Krüger und Freimark, denen ich für die kollegiale Zusammenarbeit hier sehr danke. Themen, die den Petitionsausschuss in 2012 in hohem Maße beschäftigten, waren die Auswirkungen des Rundfunkbeitragsgesetzes, die Bearbeitungszeiten bei Anträgen auf Schüler-BAföG sowie lange Bearbeitungszeiten bei Anträgen auf Anerkennung von Schwerbehinderungen. Es ist zu einer guten Gewohnheit geworden, dass der Ausschuss mehrmals im Jahr öffentliche Sprechstunden in den Einkaufszentren abhält. Eine weitere Maßnahme, die auch der Intensivierung der Zusammenarbeit mit den bezirklichen Administrationen dienen soll, sind Sprechstunden in den Rathäusern. Begonnen wurde mit einem Termin im Rathaus Charlottenburg-Wilmersdorf. Denn viele Petitionen, die den Ausschuss erreichen, sind nur in Zusammenarbeit mit den Bezirken zu behandeln. Und auch soll die Zusammenarbeit mit den bezirklichen Ausschüssen für Eingaben und Beschwerden intensiviert werden. Darüber hinaus gab es viele, das wurde schon erwähnt, Vor-Ort-Termine, Besuche bei Jobcentern, Sozialämtern in der Bezirke, Schulen und so weiter. Denn die Mitglieder des Petitionsausschusses wollen nicht nur nach Aktenlage diskutieren und entscheiden, sondern ein wirklichkeitsnahes Bild von den Bedingungen und den Zuständen bekommen, die zu den Petitionen führen. All diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Petitionsbüros nicht möglich. Deshalb hier der ausdrückliche Dank an Sie für Ihre Arbeit. Ja. Der Dank der CDU-Mitglieder gilt aber auch den Mitgliedern der anderen Fraktionen in diesem Ausschuss. Die Diskussionen und Entscheidungen sind weitaus weniger von parteipolitischem Interesse geprägt, als vielmehr von dem Wunsch, den Petenten zu ihrem Recht zu verhelfen und sie zu informieren. In Zeiten zunehmender Bürokratisierung, in einem sich ständig vergrößernden Behördenapparat und von zunehmender Entfremdung zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und den politisch und administrativen Entscheidungsträgern auf der anderen Seite ist der Petitionsausschuss von großem Wert. Er schafft mit seiner Arbeit wieder Nähe und Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Denn seine vornehmliche Aufgabe über alle Einzelfälle hinweg ist es, Vertrauen zu schaffen. Die über die Jahre steigende Zahl von Petitionen mag Beweis sein, dass dies wohl auch gelingt. Zum Schluss noch eine Hoffnungsäußerung. Es wäre auch zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger, wenn die im Petitionsausschuss zwar von Diskussionen geprägte, aber letztendlich konstruktive Zusammenarbeit auch in den anderen Ausschüssen zum Maßstab ihrer Arbeit werden würde. Ich danke Ihnen.